ich bin's wieder, Katja. Schön, dass du ein Sportvideo von der GEWOBAG in Zusammenarbeit mit den Wasserfreunden angeklickt hast. Heute geht's um ein Handtuch-Workout. Ihr braucht einfach ein ganz normales Handtuch. Macht es nicht zu kurz und nicht zu lang. Dann braucht ihr in eurer Wohnung ein ganz klein bisschen Platz, also räumt einen Tisch weg, öffnet das Fenster und dann können wir schon loslegen. Wir laufen auf der Stelle. Wenn wir mit dem Handtuch arbeiten, haben wir immer das Handtuch unter Spannung. Ihr werdet merken, wie anstrengend das wird. Die Übungen sehen ganz leicht aus, aber dafür, dass wir da immer Druck drauf haben, merkt ihr es dann ziemlich schnell. So, in Schulterhöhe anziehen, strecken, anziehen, strecken. Einfach auf der Stelle laufen, tief ein- und ausatmen. Und wir schieben hoch, hoch. Denkt schön an die Handtuchspannung. Oben, nach vorne und oben. Gut, einatmen und ausatmen. Na, merkt ihr schon eure Arme langsam? Ist ganz schön viel Kraft, die wir brauchen, um das Handtuch unter Spannung zu halten. Noch viermal, dreimal, zweimal, einmal und schwingen. Auch hier. Unterzug. Gut. Wir drehen unser Handtuch um die rechte Hand. Einfach schön festhalten. Dann nehmen wir unseren linken Fuß nach vorne und wir springen vor, zurück, vor, zurück. Und dann boxen wir, wenn wir nach vorne springen, kräftig mit dem Handtucharm nach vorne. Hopp, hopp. Ich zeige es euch mal von der Seite. Achtet bitte schön drauf, dass euer Arm in Höhe der Schulter bleibt. Ihr könnt hier variieren, schneller werden, größer, doller abspringen, je nachdem, wie euer Fitnesszustand ist. Noch vier, drei, zwei, eins und wir wechseln. Andere Hand ist dran. Schön einknoten, rechter Fuß vor, linke Hand boxt. Auch hier wieder schön im Sprung. Wer das Gefühl hat, er kann nicht springen, oder möchte die Nachbarn nicht verärgern, bleibt einfach stehen und macht eine Gewichtsverlagerung nach vorne. Ich kann hier springen, ich bin im Erdgeschoss. Jawohl. Schön ein- und ausatmen. Noch vier, drei, zwei, eins. Locker. Das Schöne ist, wir haben gleich das Handtuch zum Abtrocknen dabei. So, wir nehmen das Handtuch wieder unter Spannung. Wir heben die Arme, ziehen das Handtuch hinter den Kopf und unter das Kinn. Hinter den Kopf, unter das Kinn. Ihr denkt ja dran, hüftbreit zu stehen. Die Knie sind leicht gebeugt. Der Po ist fest. Und der Bauch ist eingezogen. Noch vier. Drei. Zwei. Schön die Arme durchstrecken. Ein letztes Mal. Auslockern. Jawohl, eine letzte Übung für euch. Wir gehen rudernd. Einmal rechts, einmal links.
neben dem Körper vorbeischwingen. Das ist auch nicht Rudern, ich glaube, das nennt man Pätscheln, oder? Ja, Pätscheln. Rudern ist, glaube ich, anders. Ist auch egal, ihr schwingt die Arme rechts und links neben dem Körper. So, das ist schön, aber noch nicht schwer genug. Ihr denkt ja dran, dass ihr immer einen Zug auf dem Handtuch habt. Jetzt heben wir das gegengleiche Bein dazu an. Jawohl. Schwingt ihr nach rechts, hebt ihr das rechte Bein, schwingt ihr nach links, das linke Bein. Jawohl. Noch vier. Drei. Zwei. Und ein letztes Mal. Diese Übung solltet ihr wieder wiederholen. Am besten wieder 3x10. Wenn es euch zu viel ist, macht ihr zwischendurch einfach eine kurze Lockerungsübung, Pause, bewegt oder einfach nur tief durchatmen und dann habt ihr ein schönes Handtuch-Workout. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es gibt noch mehr Sportvideos unter www.gevobag.de. Macht's gut!